Wir sind jetzt hier auf der Seite von Mercedes-Benz und wir konfigurieren eins meiner drei Autos, die ich zur Auswahl habe, also die ich holen will als nächstes. Wir haben als allererstes den habe ich ja, CLS, ne? Und wir gehen nicht einen rüber, sondern zwei. Mercedes-AMG GT4, ne? Sehr, sehr lecker. Was haben wir denn hier unten noch? Boah, okay. Fangen wir mal mit denen an, das ist der erste, den ich im Visier habe für den Sommer. Motorisierung, natürlich, wenn, dann nehmen wir S. Da hast du statt 585 PS 639 PS. Beide mit 9 Gang. Verbrauchsunterschied angeblich nur 0,5 Liter Unterschied, glaube ich nicht. Okay, ja, du hast halt einfach nur einen PS-Unterschied von 55 PS. Und dafür zahlst du mal eben wie viel mehr? 17.000 oder was? Nee, 8. Ja, 16.000, 17.000. Wie nehmen wir den? Ah, der hat den schon. Weiter zu Farben. Dann fangen wir mit der Farbe an. Ja, ich würde sagen, lass uns den erstmal schwarz lassen, oder? Ich will dieses geile AMG-Grau, aber wo ist das? Ich glaube, das kriegst du nur vor Ort, Digga. Das gibt's ja nicht. Ja, komm, lassen wir dieses Grau, oder? Obwohl, schwarz besser, oder? Lass erstmal schwarz, weiter zu Räder. Natürlich dicke 20 Zoll in schwarz, wenn dann, oder? Gucken wir, wie die aussehen. Oh ja, die sind lecker. Die sind lecker. Was haben wir noch? Meist gekauft. Oh. Das waren auch meine AMG-Felgen. Ja, die sind lecker. Die sind natürlich sehr, sehr lecker. Okay. Dann geht's weiter zu Polster. Ledernapper. Lassen wir das Normale, komm. Lassen wir das Normale. Ich habe das gleiche Auto vorgestern konfiguriert. Echt? Nice, nice, okay. Innen drin, ja, so sieht es auch bei meinem CLS aus. Aber hier kann man eigentlich schon Carbon nehmen. Ja, da, wie bei meinem AMG. Boah, Digga. Das ist böse. Carbon ist ein Muss. Pakete. Wir brauchen das Fahrassistenzpaket. Das ist sehr, sehr wichtig. AMG Chrom-Paket. Nein. Keyless Go. Das ist sehr wichtig. Fahrassistenzpaket Plus. Ich glaube, das ist auch, was ich habe, ne? Da war wieder nichts. Sicher, das ist nichts zum Autonomen. Ich glaube, das war das. Ja. AMG Night Paket, ja, das ist sehr wichtig. Ne? Getönte Scheiben. Dies, das. Memory Paket, das ist natürlich sehr wichtig. 63 Grad Kamera, aber ich glaube, gleich kommt ein Paket, da ist es auch drin, dann fällt das weg. Head-Up-Display, ne, braucht man jetzt nicht. Ist unnötig. AMG-Lichtsensor, oh. Inszenierung. Muss eigentlich nicht unbedingt sein. Carbon-Paket, boah. Digga. Oh, von außen nochmal Carbon, Digga. Muss nicht sein. Oh. Shit. Okay. Okay, Carbon-Dach muss nicht sein. Schiebedach ist natürlich sehr wichtig. Ist natürlich sehr, sehr wichtig. Was denn? Ach, Panoramadach, ich Idiot. Das meinte ich. Ja, Schiebedach wird dann, fällt dann weg, ne? Oder? Ja. Natürlich Panorama. Ich dachte jetzt, das wäre wie CLS, ich Idiot. Standheizung. Ja, wenn das vorbei, braucht man nicht. Aschenbecher, nein. Heckscheibe, nein. Ausziehbar, nein. Designer, Himmel, nicht. Nee, innen drin wird er eben. Ach stimmt, ich wollte innen drin beige machen. AMG Performance Sitze. Ja.
Omos High-End 3D-Sound-System. Das ist, glaube ich, schon irgendwo drin. Nee, hä? Ach so, das ist dieses eine. Okay, das ist was anderes. Totwinkelassistent. Ich glaube, der ist schon in diesem einen Paket drin. Ja. Die Lara Auto ist voll schön. Die Lara Auto, sagen die. Geschwindigkeitslimit mit Assistent, ja, aber ich glaube, das haben wir auch schon in einem Paket. Das haben wir schon. Das ist schon alle drin. Tschüss, Feuerlöcher. Oh, Keramik. Brauchen wir nicht. Gelb lackiert. Mhm. Gelb ist schön. Und die Gurte aber in Rot. Müssen rot sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Gurte mal in Rot. Head-Up-Display 9. AMG, wir muss denn gerade in Carbon? Ist das nicht. Nee, ist das nicht in Carbon drin? War das nicht dabei, Digga? Warum muss das extra rein? Ja, dachte ich mir schon, ist schon drin. Okay, weiter zur Zusammenfassung. Die Farbe ist jetzt halt kacke, also ist halt typisch so schwarz. Aber die Felgen sind Baba, hatte ich auch bei meinen, ne? Die sind halt Stani. Ja, Bremssättel würde ich auch gelb lassen. Die sind auch Killer. Ja. Farbe halt, eine andere Farbe würde ich empfehlen. Wir haben jetzt einfach mal schwarz genommen, weil man hatte jetzt hier nicht viel Auswahl. Ne? Was denn? Achso, ja, 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 187 sage ich nur. Der kostet hier 170, das heißt... 17, nee, wie viel? 17.000 sind wir drauf gekommen an Ausstattung. Das ist halt das Übliche. Das wäre so eine Wahl. Die Farbe, ne? Boah, die Farbe, die ist halt echt kacke, Digga. Meist verkauft. Was sagt ihr zu der Farbe, Freunde? Ah, schon besser als das Schwarze. Ist nicht dieses, ist das dieses geile Grau? Ich weiß gar nicht. Spoiler ist hässlich. Der ist so oder so mit dabei. Den kannst du ja ein- und ausfahren. Brillant blau. Hat sogar ein bisschen was, aber passt nicht zu diesem Wagen. Nee. Nate? Ja? Na, bin Bro. Stream gucken, Balkan. Boah. Silber ist auch böse. Ah, okay, da passt er zu. Silber passt eher bei einem C63. Bei dem hier passt er nicht, ne. Jupiter Rot. Will ich mal sehen, wie das aussieht. Ach du Kacke, Digga. Rot passt bei so einem Audi RS5 oder so, aber nicht bei einem Mercedes, Digga. Ja, da muss man diese Farbe nehmen am besten. Ja, das wäre unser Auto. So würde es von innen aussehen. Schön mit Carbon. Rote Gurte sind das Wichtigste. Bei dem Celes ging das leider nicht. Sieht aber schon fett aus von innen. Das ist halt so das Wichtigste, ne? Die wichtigsten Pakete. So sieht es bei Nacht aus. Ach, wir haben LED vergessen. LED. Interieur, wir haben die LEDs vergessen, Digga. Zielelemente. Ach nee, warte mal. Oh, Kacke. Interieur. Zielelemente. Extras. Ey, das ist das Wichtigste, Digga. Einfach Dings. Parfüm für 400 Dings Euro. So, einen Moment. Wo haben wir die LEDs, Digga? Okay. So könnte es aussehen, aber so geht's leider nicht. Weil das Lenkrad ja übertrieben ist. Jetzt ist es. Weiter zu Pakete.
Nur noch LED fehlt. Ich will dann sehen, wie das von innen mit LED aussieht, aber wer weiß, wo ich ein LED finde. Weiß ist Frauenfarbe. Ja, bei beige ist halt das ekelhaft, der wird schnell dreckig. Aber, die neue S-Klasse, ich sag dir ehrlich, das Display, so wie bei Tesla, ich fand das zu übertrieben, das war gar nicht mein Ding. So wie es Mercedes vorher schon hatte, fand ich es am besten. Ja, komm, scheiß mal jetzt auf, wie heißt das? Auf LEDs finde ich gerade nicht. Aber der Wagen würde auf jeden Fall bei mir die Felgen haben, 20 Zoll. Der hätte die Bremssitze in gelb, ja. Müsste ich eigentlich nochmal genauer überlegen, je nachdem, welche Farbe ich nehmen würde, rot oder gelb. Aber gelb ist schon nice bei dem Wagen, ist halt so typisch. Ja, ansonsten, von innen würde er beige sein. Ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Mit Carbon-Zielelemente. Oh, sehr, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ne? Und nachts würde dann halt, da fehlt halt nur noch die LEDs. Das würde dann hier, guck mal, wo ich mit der Maus entlang gehe, da sind LEDs. Hier oben an den Seiten, unten, überall wären LEDs. Das sieht dann halt nochmal anders geisteskrank aus. 193.000, okay, nochmal um 6.000 gestiegen. Das wäre halt unser erster Wagen, Freunde. Den wir zur Auswahl hätten. So.